Ich darf Ihnen jetzt genauer das Tool Padlet vorstellen. Padlet bietet Ihnen eine leere Pinnwand. Diese Pinnwand können Sie zusammen mit anderen Menschen mit Inhalten aller Art füllen. Wenn Sie zum ersten Mal auf die Internetadresse www.padlet.com gehen, dann sieht die Seite für Sie so oder so ähnlich aus. Padlet ist gerade ein wenig dynamisch. Bis vor kurzem konnte man Padlet auch ohne Registrierung nutzen. Jetzt werden Sie gebeten, beim ersten Mal sich zu registrieren. Sie können diese Registrierung auf unterschiedliche Arten vornehmen. Wenn Sie ein Google-Konto oder einen Facebook-Account haben, können Sie sich einfach über diese Dienste registrieren und werden dann einfach nach Ihren Google- oder Facebook-Zugangsdaten gefragt werden, die Sie dann bitte hier eingeben. Oder Sie registrieren sich direkt für Padlet, indem Sie hier eine gültige E-Mail-Adresse angeben und ein Passwort vergeben. Dann können Sie noch zum Spaß auf Ich bin schön klicken. Und wenn Sie dann auf Registrieren klicken, sind Sie schon bei Padlet angemeldet. Diese Registrierung hat den Vorteil, dass Sie später auf Ihre Pinwände von unterschiedlichen Geräten zugreifen können und dafür nur Ihr E-Mail und Ihr Passwort angeben müssen. Ihre üblichen Arbeitsgeräte, auf denen Sie Padlet öfter verwenden, merken sich aber, wer Sie sind, und Sie werden dann in weiterer Folge nicht jedes Mal den Passwortzugang verwenden müssen. Ich gehe jetzt einmal auf einem Gerät, das mich schon als Padlet-Userin kennt, einfach auf die Internetseite www.padlet.com und dann öffnet sich Padlet mit einer Ansicht, in der ich hier unten schon alle Pinwände angezeigt bekomme, die ich in letzter Zeit angelegt und mit anderen geteilt habe. Und ich habe hier in der Mitte gleich den Button Make a Padlet, der mir die Möglichkeit bietet, eine neue Pinwand zu kreieren. Hier klicke ich mal drauf und dann erscheint hier schon ein Vorschlag für eine noch unbenannte Pinwand und hier rechts ein Feld mit einer ganzen Reihe von Optionen, wo ich Einstellungen vornehmen kann. Ich habe hier zum Beispiel ein Titelfeld, wo ich unserer Pinwand hier einen Namen geben kann. Ich kann auch eine Beschreibung eingeben. Ich sage da einfach mal Demo-Pinwand. Und hier könnte ich auch ein Layout wählen. Dabei empfehle ich sehr, bei dieser Freeform-Option zu bleiben. Das ermöglicht uns nämlich nachher die Postings auf der Pinwand so anzuordnen, wie wir das möchten, ohne dass wir an einen Raster gebunden sind. Das Feld darunter, Wallpaper mit den 4 angezeigten Möglichkeiten und mehreren darüber hinaus, bietet uns die Option, den Hintergrund selber zu wählen. Ich nehme da jetzt mal einen anderen, ganz traditionellen Hintergrund. Und um dieses Wallpaper-Feld wieder zu verlassen, klicke ich hier oben auf den Linkspfeil und komme wieder zur Übersicht der Einstellungen, die ich vornehmen kann. Es gibt hier noch eine ganze Reihe anderer Möglichkeiten, von mehr oder weniger wichtigen Einstellungen. Ich kann ein Icon hinzufügen und eine ganze Reihe anderer Dinge tun. Ich kürze hier aber ab, weil ich Ihnen wirklich den einfachsten Weg zur ersten funktionstüchtigen, praktischen Pinwand zeigen möchte und gehe gleich auf Next, um im nächsten Schritt noch die Privacy-Einstellungen vorzunehmen. Hier kann ich entscheiden, ob diese Pinwand jetzt privat, passwortgeschützt, geheim oder öffentlich sein soll. Ich schlage vor, wir gehen hier auf eine öffentliche Pinwand. Das bedeutet, dass alle, die Zugang zu dieser Pinwand haben, dann auch schreiben können, sobald sie die URL dieser Pinwand mit allen anderen geteilt haben. Und wenn ich hier auf Next gehe, bin ich schon mit den Einstellungen fertig und kann schon beginnen, Postings vorzunehmen. Und das ist denkbar einfach. Und zwar ist ein Posting mit einem Doppelklick auf diese Wand möglich. Mit dem Doppelklick erscheint dieses Feld, das Sie hier sehen. Und ich könnte hier einfach meinem ersten Posting einen Namen geben. Und
einen Inhalt reinschreiben. Wenn ich nochmal daneben klicke, ist dieses Posting auch schon auf der Wand zu sehen. Ich kann das jetzt herum verschieben, wohin ich möchte. Und Sie sehen, sobald ich mit dem Mauszeiger auf dieses Posting gehe, erscheint hier auch ein Stift, um das Posting noch zu editieren, etwas zu verändern, oder auch der Papierkorb, um dieses erste Posting auch wieder zu löschen. Ja, ich kann hier nicht nur einfache Textpostings deponieren, sondern ich hätte eine ganze Reihe weiterer Möglichkeiten. Ich kann hier auch Audio, Files, Videos, Bilder, Texte und so weiter verlinken. Wenn ich zum Beispiel einen Link hinzufügen möchte, gehe ich hier einfach mal auf das Plus und bekomme dann auf der rechten Seite hier die Option, from the web einen Link einzufügen. Ich habe in diesem Fall schon einen im Zwischenspeicher, den ich einfach mit Steuerung V einfüge und bekomme hier eine Voranzeige mit der höflichen Rückfrage, ob das gut aussieht, ob mir das gefällt. Und wenn es mir gefällt, klicke ich auf OK. Es gefällt mir auch wirklich gut, denn ich habe hier auch schon die Einstiegsseite dieser Internetseite, dieser verlinkten, angezeigt. Ich kann das jetzt auch noch kennzeichnen, wobei ich mich da jetzt auch kurz halte und hätte schon mehr Infos zu Padlet auf diese Weise angefügt. Oder ich kann mich beispielsweise einer Seminargruppe vorstellen, indem ich hier ein Foto von mir hochlade. Dafür würde ich hier einfach auf die Kamera klicken und bekomme dann den Vorschlag, entweder ein Foto auszuwählen oder eines von der Webcam zu machen. Dafür muss ich erst die Frage beantworten, ob Padlet auf die Kamera zugreifen darf. Ich kann mir da eine Kamera aussuchen und ja sagen, wenn ich das möchte. Und auch hier wird das Gerät, das Programm mich höflicherweise vorher fragen, ob das gut genug aussieht. Und ich sage mal, das passt schon so und kann auch dieses Posting einfach anordnen, wo ich will. Ja, die Arbeit mit dem Padlet ist einfach. Es wird vor allem dann reizvoll, wenn Sie diese Pinnwand gemeinsam mit anderen nutzen. Der einfachste Weg dafür besteht darin, einfach die URL zu kopieren und zu verschicken. Es gibt dafür noch einen professionelleren Weg, der darin besteht, dass Sie hier auf Share klicken und noch einmal auf Share und eine dieser Möglichkeiten nutzen. Es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten, die Sie hier sehen. Sie können mit dem Code arbeiten oder das Padlet einbetten in den eigenen Blog oder die eigene Website, einfach mit E-Mails arbeiten oder mit den sozialen Medien oder eben, wie gesagt, den Link kopieren. Und Sie können die Pinnwand auch, wenn sie fertig ist oder wenn Sie einen Zwischenstand sichern wollen, exportieren, indem Sie einfach auf Save as Image klicken. Dann bekommen Sie wirklich die Ansicht exportiert, die wir hier auch vor uns sehen. Oder Sie gehen auf ein anderes Dateiformat oder drucken das Padlet aus oder sichern den Inhalt als PDF-Datei. Und ich mache auch das jetzt mal zu Demo-Zwecken. Das ist dann eine etwas nüchternere, protokollartige Ansicht, aber auch hier ist alles Wichtige enthalten. Ja, warum empfehlen wir Padlet überhaupt? Padlet ist wirklich ein Allround-Talent rund um Bildungsveranstaltungen, kann sehr unterstützend sein. Sie können beispielsweise schon vor einer Bildungsveranstaltung Padlet nutzen, um sich den Teilnehmerinnen vorzustellen mit einem Foto oder einer Internetadresse oder vielleicht auch Informationen zur Veranstaltung, dem Programm oder einer verlinkten Lektüre-Empfehlung. Oder Sie können auch vor einer Veranstaltung mit einem Padlet schon die Teilnehmerinnen um ihre Fragen oder ihre Wünsche oder Erwartungen bitten und so gut vorbereitet in die Bildungsveranstaltung kommen. Sie können auch während einer Veranstaltung Padlet nutzen, wenn Sie dort eine Internetverbindung haben und Endgeräte vor Ort haben. Beispielsweise können Sie zu einem bestimmten Inhalt eine
Plus-Minus-Liste erstellen lassen oder einfach eine Kommentarsammlung zu einem bestimmten Inhalt anlegen oder auch spontan Materialien oder andere Informationen, die die Teilnehmerinnen haben, dort gesammelt darstellen. Nach einer Bildungsveranstaltung können Sie beispielsweise mit einem Padlet ebenfalls die Materialien, die Sie verwendet haben oder weitere darüber hinausführende dort sammeln und eine Ressourcensammlung anbieten mit einem Padlet, oder Sie verwenden Padlet einfach zur Evaluation der Veranstaltung, indem Sie den Teilnehmerinnen eine leere Wand bieten, wo sie ihre Kommentare zur Veranstaltung posten können. Oder Sie stellen noch die eine oder andere Evaluationsfrage, die die Teilnehmerinnen dann auf dem Padlet offen und untereinander sichtbar beantworten können, sodass sie eine Art Gruppenevaluation zu ihrer Veranstaltung bekommen. Oder Sie lassen sich noch darüber hinausgehende andere Einsatzmöglichkeiten einfallen. Sie sehen, Padlet kann wirklich sehr unterstützend sein in der Praxis als Erwachsenenbildner oder Erwachsenenbildnerin.